just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der nächsten Folge von den Black Panthers und wir gehen dabei direkt rein in das nächste Spiel gegen Schalke, verlieren dabei keine Zeit. Währenddessen könnt ihr gerne schon mal ein Like da lassen, würde mich mega freuen, und gerne auch abonnieren nicht vergessen. Danach gehen wir gleich mal auf die eine oder andere Frage ein. Wir spielen 1-1 unentschieden. Ist gegen Schalke auf jeden Fall in Ordnung, auch wenn wir in Überzahl gegen das Gegentor kassieren. Aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sind ja weiterhin Tabellenführer in der Liga mit 45 Punkten. Und dann klären wir die eine oder andere Sache in unseren Kommentaren. Ich hatte ja gefragt, ob ich den guten Andrade, den wir uns in der letzten Episode gezeigt haben, zum Stürmer funktionieren soll oder ob es andere Pläne gibt. Wir haben ihn ja, ich habe jetzt schon mal das Entwicklungsplan reingestellt als Stürmer und habe dann gefragt, ob ich ihn so auch trainieren möchte, und die Mehrzahl hat sich in den Kommentaren darüber, hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, er soll Stürmer werden und soll dann, wenn es sollte, es Kühn ersetzen. Der ist ja schon 32, entwickelt sich natürlich jetzt nicht mehr so viel weiter und verschlechtert sich prinzipiell nur noch. Darum ersetzen. Genau. Das war ja sozusagen das Einzige. Ich wurde übrigens noch darauf hingewiesen, dass ich mal wieder streamen soll. Wird demnächst, also wenn ihr das Video seht, hoffe ich mal, dass ich schon einmal Minimum gestreamt habe. Im nächsten Jahr 2022 wird es auf jeden, also in 2022 wird es auf jeden Fall wieder Streams geben. Ich habe das ein oder andere schon vorbereitet. Das schon mal vorweg. Aber erstmal diese Karriere hier und dann machen wir weiter und dann geht's in Richtung nächsten Spieltag. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellenneunten aus Sandhausen. Ich weiß gar nicht, wie wir das Hinspiel gegen die gespielt haben, aber wäre schon toll, wenn wir das gewinnen würden. Wir verlieren leider 3-2. Uka Forza mit dem Doppelpack, aber ja, man sieht das Chancenverhältnis. Also Sandhausen war mega effektiv. 3 Tore aus 4 Chancen, also mal wieder eine Niederlage. War ja in der letzten Episode überhaupt nicht so, da haben wir gar kein Spiel verloren. Aber wir bleiben Tabellenführer, weil der Rest halt auch verliert. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellenletzten aus Waldhof Mannheim. Da ist eigentlich ein Sieg Pflicht und das machen wir auch. UK vor trifft und auch Kühn. Der Kühn weiterhin super gut drauf, trifft hier auch wieder und damit verteidigen wir den ersten Tabellenplatz erstmal. So, eigentlich wollte ich das Spiel nicht selber zocken, weil wir ja vor 2 Episoden, glaube ich, schon gegen Paderborn gespielt haben. Aber es ist das Duell 4. Platz gegen 1. Platz. Und außerdem die beste Defensive Paderborn gegen die beste Offensive von uns. Ja, und wo wir das letzte Mal gegen Paderborn gespielt haben, da standen die auf Platz 16 und wir standen auf Platz 14, glaube ich. Jetzt ist es einfach ein Spitzenduell. Einfach krass, wie sich das verändert hat. Im Spitzenduell gehört, stellt wahrscheinlich Paderborn auch ihre beste Mannschaft auf. In der 4-2-2-Variante mit Platte und Michel vorne drin. Polka und Euphorie haben sich noch dabei auf der Bank. Zingerle im Kasten. Also hoffe ich mal, dass die uns ein bisschen Räume geben zum Kontern. Und wir spielen natürlich auch im gewohnten System 4-4-2 mit dem gewohnten Personal und hoffen, dass diese Mannschaft am Ende auch gewinnen wird. Stein mit der Flanke, Burkhardt 1-0. Da steht Johnny Burkhardt ganz alleine und dann führen wir mit 1-0 nach nicht mal 9 Minuten.
So kann das losgehen. Wieder mal in der Wiederholung. Stein hat ganz viel Platz und Burkhardt auch. Und dann ist das ganz einfach für Johnny Burkhardt mit dem Tor. Gut gespielt. Kühn. Kühn! Nächste Möglichkeit für uns. Kandosa, guter Ball, Kühn, 2-0. Ein bisschen Breakdance für das zweite Tor. Ja, Paderborn ist mega offen zwischen den Ketten. Ich hoffe, sie zeigen die Wiederholung komplett. Man kann das nicht sehen. Hier gucken, wie offen das ist. Hier Kandosa sitzt sich da super durch und dann, ja, das ist eigentlich Formsache, den rein zu hauen. Nächste Kontermöglichkeit, Burkhardt. Burkhardt, gut vorbei und Zingerle. Hol ihn raus. Also wir kriegen immer solche Kontermöglichkeiten, weil Paderborn sehr offen ist. Und nur sie mit der Ecke. Die kriegt Vitau! Jetzt ist ein bisschen Platz dafür. Paderborn, Paderborn, Schneider, wichtige Parade. Ja, und somit führen wir zur Halbzeit mit 2-0 gegen Paderborn. Ja, wie gesagt, auch die spielen halt ein sehr offensives, eine sehr offensive Formation und dann haben wir da natürlich auch unseren Platz und darum ist das auch bisher eine sehr deutliche Partie. Eine Chance hatten sie gehabt. Aber die war halt gefährlich und da müssen wir auch aufpassen, dass Paderborn uns nicht noch so ein Ding reinstolpert. Denn sonst wird es ganz ungemütlich und das wollen wir hier alle nicht. Schön gespielt. OKV kann ihn eigentlich direkt nehmen. Zingerle. Boah, was eine Chance. Vitau, diesmal habe ich es einfach mal gelassen zu kommentieren und dann wird es schon gefährlich. Die Latte retten für Paderborn. So, dann wechseln wir auch das erste Mal. Traoré und Andrade kommen rein für Kühn und Cardoza. Kühn hat sein Tor gemacht. Cardoza seine Vorlage. Darum kriegen die jetzt nochmal eine Pause. Dann gucken wir mal, was Andrade so hinbekommt. Die Ecke nehmen wir mit, da kommt aber nichts raus. Gut freigespielt, der ist nicht, was, der ist nicht drin. Ein bisschen. Traoré, was gibt es nicht, was sind das für ein Ping-Pong gewesen? Normalerweise müssten wir schon höher führen, Vitau, auch der geht drüber. So, dann wechseln wir nochmal. Groß kommt für Gredis rein. Gut gespielt, jetzt hätte Andrade mal ein bisschen Platz. Andrade ist jetzt alleine durch. Andrade, den besten Schuss hat er nicht, aber den macht er rein. 3-0 in der Nachspielzeit. Durch einen Konter, Andrade trifft. Paderborn komplett aufgerückt und dann in der Nachspielzeit. Ah, klasse Schuss von Andrade. Und dann ist es das auch. 3-0 gewinnen wir gegen Paderborn. Holen drei wichtige Punkte in Sachen Aufstieg. Auch wenn, wie gesagt, das immer noch ein bisschen zu früh wäre aus meiner Sicht. Aber trotz alledem, Dreier gegen Paderborn ist sehr stark. Und wir haben sehr, sehr gute Spieler abgeliefert. Ja, und somit sieht das natürlich in der Tabelle schon richtig gut aus. 51 Punkte. 5 Punkte auf Platz 4. Vorsprung. Also, das kann ich schon sehen lassen. Ja, und Andrade eingewechselt als Stürmer und direkt ein Tor. Was will man mehr? Also, ich glaube, da habt ihr euch richtig entschieden, den umzutrainieren auf Stürmer, ist, glaube ich, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Mal gucken. Ein Spiel werden wir ja noch auf jeden Fall spielen, ob er da auch nochmal stechen kann als Joker. So, nächstes Spiel ist gegen Pauli, Tabellenzehnter, und da spielt natürlich Kühn von Anfang an. Andrade wird wahrscheinlich nicht eingewechselt werden, weil das macht ja der automatische Trainer meistens nicht. Ich hoffe mal, aber wir verlieren das 1-0. Aber Andrade wurde eingewechselt, aber kein Tor. Warum hat der Vitau ausgewechselt? Und Pauli, ja, man sieht es, mega effektiv. Ein Schuss, ein Tor. Ja, also es war sehr wichtig, dass wir gegen
Paderborn gewonnen haben. Bielefeld ist jetzt an uns vorbei. Also wir verlieren die Tabellenführung. Also Aufstieg ist noch nicht ganz klar. Das ist auf jeden Fall sicher. Das wird noch eine schwierige Sache. Das ist das Topspiel, was wir jetzt spielen werden. Zu Hause im eigenen Stadion. Die Fans kommen da rein in das Stadion. Sind natürlich auch heiß auf dieses Spiel. Nämlich Zweiter gegen Erster. Black Panther gegen die Arminia aus Bielefeld am 27. Spieltag. Ja, das muss man selber spielen. Das ist einfach so. Den Rest muss dann die Mannschaft selber hinbekommen im Rest der Saison. Aber das müssen wir auf jeden Fall selber spielen. Aufstellung kennt ihr, die von Arminia ist jetzt mir nicht so wichtig. Ich glaube euch jetzt auch nicht. Und dann geht's rein in die Partie. Hier von links nach rechts. Bielefeld jetzt in einem Strafraum. Gute Möglichkeit, die Latte rettet für uns. Burkhardt und Ortega. Okafor kriegt ihn nochmal rein. Kühn, war das Abseits? Ich weiß es nicht. Es ist ein Tor. Zählt es? Es zählt. 1 zu 0 für die Black Panthers. Da ist die Führung, die wichtige Führung. Durch Kühn. Okafor haut den nochmal einfach in die Mitte. Bielefeld kriegt den nicht raus. Und dann Kühn, dann ist es kein Abseits. Und dann nagelt er den unter die Latte. Ganz, ganz stark. Super angenommen. Dann noch ein Kontakt und dann aus der Drehung da oben rein. Wichtiges Tor. Ja, Bielefeld ist auf jeden Fall da. Bielefeld ist wach. Willi auf der Torlinie. Ganz, ganz wichtig. Von Sommer. Wichtig geholt. Sommer. Schöne Flanke. Okafor 2 zu 0. Wir sind eisekalt. Vor dem Tor bis hierhin, was Bielefeld vorne liegen lässt, bestrafen wir hier bei denen hinten. Der Willi ganz stark setzt sich da durch und dann ist es eine super Flanke und Okafor ist natürlich ganz alleine. Ortega kriegt den auch nicht mehr raus und dann steht es 2 zu 0. Wichtig und richtig. Okafor, Okafor, der ist drin! Noah Okafor, so eine Maschine! 3 zu 0, die überrennen wir ja hier gerade. Bielefeld weiß gar nicht, was los ist. Hier, Burkhardt nach außen und dann spielt er ihn rein in die Mitte und dann Okafor. Eieiei. Einfach genießen. Den setzt er perfekt ins hintere Eck. Okafor schon wieder. Wie gesagt, wir überrennen die Arminia in dieser ersten Halbzeit. Also das ist unfassbar. Die Arminia hätte ja auch treffen können, aber sie machen es nicht und wir machen es halt vorne. 3 zu 0 zur Halbzeit. Also absolut ein Sahnespiel bis hierhin. Von jedem einzelnen Spieler da vorne in der Offensive und auch hinten die Abwehr hält souverän dicht. Und eigentlich können wir uns das jetzt nicht mehr nehmen lassen, weil jetzt werden ja die Räume immer größer. Okafor. Blick in die Mitte. Burkhardt 4-0. Das ist schon sehr einfach. So einfach kann Fußball sein. Okafor, absolut genial, was der spielt bis hierhin. Zwei Tore, eine Vorlage, super Spiel. So Leute, und da das Spiel sowieso geführt schon vorbei ist, werden wir jetzt hier einfach nur noch wechseln und dann machen wir das ganz ehrlich so. Wir gehen nämlich zum Endergebnis. Wir gewinnen das Ding 4 zu 0. Er hat jetzt nur einen Wechsel gemacht. Okay, alles gut, ist jetzt nicht so schlimm. 4 zu 0 gewinnen wir das Spiel. Absolut genial. Wir hauen Bielefeld komplett weg. Die hatten gar keine Chance wirklich. Obwohl sie, wie gesagt, nicht schlecht gespielt haben, aber am Ende ist das Ergebnis wichtig und das haben wir so gemacht.
Kühn wieder super gespielt. Okafor, absolute Maschine, ja, schon im Spiel gesagt. Also, genialer Auftritt von unserer Mannschaft. Hoffentlich können wir auch genauso genial spielen gegen die Veilchen aus Aue. Sehr wichtig. Wir gewinnen 4 zu 2. Kühn, Quenosi, Cardosa und Okafor. Gut, frühe rote Karte für Hochscheid, aber das soll uns egal sein. Sehr, sehr wichtiger Win. Dann spielt jetzt natürlich mehr. Huesca bietet uns eine Trainerstelle an. Das nehmen wir natürlich dankend ab. Wir wollen ja bei unserem Verein bleiben. Der Rest hat schon gespielt und ihr könnt sehen, Bielefeld hat nicht gewonnen. Das heißt, die haben 56 Punkte, bleiben hinter uns. Paderborn hat gewonnen, ist jetzt Zweiter. Köln jetzt bei 55 Punkten. Also ein Sieg und wir wären 4 Punkte weg. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und wir verlieren gegen 60. Nein. Ah, 3 zu 2 gegen 1860. Und die auch wieder mit einer brutalen Effektivität. Also wirklich, wenn wir verlieren, dann wirklich, weil die Gegner komplett effektiv sind. Ja, da kommt wieder dieses komplett Gelabere. Ich verstehe es nicht. Also solche Mails könnte FIFA eigentlich auch eigentlich lassen. Aber das ist richtig eng. 2 Punkte vor Köln. Das wird richtig eng. Also das ist absolute Hochspannung in der zweiten Liga. Ach, ihr seht's ja, Köln mit einem Sieg einfach vorbei an uns. Paderborn hat nicht gepunktet, Bielefeld hat genauso viele Spiele und wir spielen ausgerechnet gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth haben wir in der letzten Episode weggeputzt mit 2 zu 0. Wir sind gegen die aber im Pokal rausgeflogen. Also die sind schon nicht schlecht. Und ich hoffe, wir kriegen es wenigstens in der Simulation zu gewinnen. Wir gewinnen. Holzer fliegt zwar vom Platz, aber das kann erstmal egal sein. Johnny Burkhardt mit dem wichtigen 1 zu 0. Wir verteidigen den ersten Platz. Und vor allem, was wichtiger ist, Paderborn hat verloren und wir haben gewonnen. Das ist super wichtig, weil jetzt sind wir 4 Punkte vor Paderborn. Ganz wichtig, auch wenn Holzer gesperrt wird, das ist natürlich ein Verlust, aber mit dem wir erstmal leben können. Bielefeld lässt langsam federn. Hier sieht man 57 Punkte, 3 Punkte hinter uns. Paderborn hat gepunktet. Köln ist wieder an uns vorbei. Wir müssen leider ohne Holzer spielen. Wir gehen in die Schnellsimulation rein gegen Regensburg. Und wir gewinnen 2-1. Okafor schießt uns zum Sieg. Kühn verkackt einen Elfer. Es ist komplett egal. Hat trotzdem Tor gemacht. Oh mein Gott, jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Wir sind jetzt 6 Punkte vor der Arminia und 4 vor Paderborn. Das heißt, es wird richtig spannend. Und wir spielen gegen Köln. Wir spielen gegen Köln. Prinzipiell, da wir ein Spiel abgebrochen haben, überlege ich das jetzt selber zu spielen. Paderborn hat gewonnen. Bielefeld hat auch gewonnen. Das heißt, wenn wir gewinnen, sind wir 5 Punkte vor Köln. Und 6 vor der Arminia. Also das ist ja absolut spannend. Dann wird das halt eine längere Folge. Wir spielen das jetzt gegen Köln selber. In Köln. Ey, ich hätte nie gedacht, dass das nochmal so spannend wird. An sich, wie gesagt, hier sieht man mal die Fans. Also die Kölner sind wahrscheinlich auch ultra heiß drauf. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir uns so lange da oben halten. Jetzt geht es einfach gegen Köln, gefühlt schon fast um Aufstieg. Wenn wir gewinnen, dann sind wir so gut wie sicher durch im Rhein-Energie-Stadion. Das ist eigentlich ein Bundesliga an sich, der FC Köln. Auch gegen die haben wir ja schon mal gespielt. Letztes Mal. Ja, letztes. So, eigentlich wollte ich gegen keinen mehr spielen, gegen den ich letztes Mal gespielt habe, aber heute mal eine kleine Ausnahme. Aber wir haben auch gegen Bielefeld nur ein paar Minütchen gespielt. Also man, sind wir ganz ehrlich. So, da wir das letzte Mal gegen Köln schon gespielt haben, so viel hat sich nicht an der Kölner Aufstellung geändert. Darum geht es jetzt einfach rein und wir hoffen mal, dass die Kölner genauso spielen wie beim Hinspiel. Schöner Ball von Stein für Kühn, Kühn, Kühn. Kannst jetzt machen. Kühn 1 zu 0. Ja, ich habe ja gesagt, wie beim letzten Mal bitte Köln. Und Köln sagt, ja, okay, wieder ein Konter.
Wie im Hinspiel auch, ja, so ein Ball, dann ist Köln ein bisschen überfordert und dann ist Kühn frei und Kühn macht den gerne rein. Horn ohne Chance, 1-0 Black Panther. Oh, da ist ein Riesenloch, da ist ein Riesenloch, aber Schneider. Vorteil läuft. Kühn mit seinen 32 Jahren. Schöner Ball, Burkhardt verspringt da. Cardoso, die geht rein, was ein Fehler von Horn. Und da lässt sich Cardoso nicht zweimal bitten, 2-0. Ich habe keine Ahnung, was der Horn da gemacht hat. Hier, der hat den Ball und jetzt wirft er den einfach zu Cardoso. Und ich habe mir jetzt in dem Moment einfach gedacht, ich schieße. Und Cardoso bringt den perfekt unter. Und die erste und beste Möglichkeit für die Kölner. Mandala, Schneider. Also wir können zufrieden sein. Der erste FC Köln glaube ich nicht wirklich. 2 Schüsse, 2 Tore. Ey, es ist kein gutes Spiel, aber es ist so egal. Es ist so egal. Wir führen 2-0. Aber wir haben auch mehr Ballbesitz. Also wir haben, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wo wir halt 2 Tore gemacht haben und Köln halt, ja, eben keins. Guendouzi marschiert mal. Guendouzi! Ja, warum nicht? Eine Wiederholung hat nicht so viel gefehlt. Okafor. Sehr stark. Okafor. Auge für die Mitte. Hat er. Und der ist nicht drin. Sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir wechseln mit Köln. Bei uns gehen Cardoso und Kühn, Andrade und Traoré kommen. Und die Ecke war auch nicht schlecht. Kühn, Traoré, guter Ball. Nochmal rüber, Andrade, 3-0. Starker Konter. Und Andrade trifft wieder. Also doch vielleicht einer demnächst für die erste Mannschaft, wenn er dann die Stürmerposition gelernt hat. Hier, Hakim Traoré, super. Dann Okafor nochmal in die Mitte und dann Andrade komplett blank. Andrade wieder durch. Andrade. Oh, und für alle, die es jetzt nicht glauben können, irgendwie 3-0, ja, sehr hoch und ich würde nicht auf Quebec Legende spielen. Guckt euch mal die Werte von den Kölnern an. Die sind die ganze Zeit nur am Drauflaufen auf meine Abwehr. Natürlich bilden sich dann solche Lücken. Vor allem, desto länger das Spiel geht, desto mehr fertiger sind die. Oh, Holzer dazwischen. Wichtig. Ein bisschen Rücken. Sollte Burkhardt egal sein. Pfosten nochmal. Burkhardt geblockt. Egal, wir gewinnen 3-0 gegen Köln. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und für Köln heißt es, ja, jetzt doch nochmal gucken, ob sie noch aufsteigen. Und für uns sind es 5 Punkte auf den ersten FC. Andrade mit einem Tor. Das macht auf jeden Fall Mut für ihn in Zukunft bei uns. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kauf. Und wir kommen mit 3 Punkten schön weg. Wir hätten sogar höher gewinnen können, glaube ich, aus meiner Sicht. Aber gut, 3-0 nimmt man auf jeden Fall mit. Und das sieht man natürlich auch an der Tabelle. 4 Punkte vor Paderborn. 2 Spieltage vom Schluss und 5 vor Köln. 6 vor Bielefeld. Wir gucken jetzt mal rein in die Tabelle nochmal richtig rein. Auch das Torfeld ist, wir haben 13 Tore vor Bielefeld. Also eigentlich... Vierter können wir gar nicht mehr werden. Also das ist eigentlich gar nicht mehr möglich gefühlt. Mit 14 Toren Vorsprung vor Bielefeld. Also da kannst du noch der Dritte werden, wenn wir beide Spiele verlieren. Was ich natürlich nicht hoffe. 1 Punkt sollte auf jeden Fall drinne sein. Hoffentlich. So, Meisterschaft ist klar, holen wir nicht. Paderborn hat gewonnen. Köln hat gewonnen. Und auch Bielefeld hat gewonnen. Also alle haben gewonnen. Wenn wir gewinnen, sind wir safe aufgestiegen.
Und das, nee, stimmt, wir haben auch dann die Meisterschaft, ne? Wenn ich mich jetzt komplett nähe, ja, doch, wir haben dann auch sogar die Meisterschaft. Also werden wir das simulieren und vielleicht reinspringen, im schlimmsten Fall. Am Ende aber nur, wir werden jetzt nicht spielen, sondern wir werden am Ende einfach nur reinspringen. Wir gucken mal, wir gehen jetzt in die normale Simulation rein. Und da ist es 1 zu 0. Matteo Guendouzi macht die Führung für uns nach 20 Minuten. Wichtig. Und das ist 2 zu 0. Wieder Matteo Guendouzi. Das gibt's ja gar nicht. Nach 27 Minuten 2 zu 0 für uns. Das ist ja sehr stark. Und zur Halbzeit. Oh, da gab's eine rote Karte. Wann gab's die denn? Die haben sie gar nicht angezeigt. Naja, gut. Also zur Halbzeit steht ein solides 2 zu 0 auf dem Tableau und ja, dann gehen wir einfach weiter in die zweite Halbzeit, ohne viel zu labern. Jetzt ist 3 zu 0, Johnny Burkhardt macht den Rebound rein, 3 zu 0 und das sieht nach Meisterschaft aus. Und da ist der Anschluss von Paderborn Hüssing nach einer Ecke zum Anschluss, 3 zu 1 nur noch. Ja, aber wir machen im Gegenzug das 4 zu 1, Okafor mit dem nächsten Treffer. So, und jetzt greifen wir mal in den letzten Minuten ein, um natürlich dann die Pokalübergabe zu sehen. Sind jetzt nämlich Meister in der zweiten Bundesliga. Das Stadion ist komplett aus dem Häuschen. Ich hätte das auch nie gedacht, dass wir die Meisterschaft direkt in der ersten Saison holen. Vor allem nicht nach diesem Start. Ich sag's immer wieder, das war ein desaströser Start und dann sowas von gut reingefunden hat die Mannschaft. Also wirklich super stark, wie sie sich entwickelt hat. Unfassbar. Oh, und dann schreiben wir uns natürlich auch rein in die ganze Riege von den ganzen Zweitligasiegern. Aber wie gesagt, es wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr danach in der Bundesliga. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber erstmal lassen wir uns feiern. Als Zweitligameister geht's hoch in die Bundesliga. Nach einem richtigen Vierkampf setzen wir uns durch und werden Meister am vorletzten Spieltag im eigenen Stadion. Überragend. Holzer mit der Schale. Und jetzt geht's ab zu den Fans. Ah, man weiß ja nicht. Vielleicht machen wir ja auch Kaiserslautern und gewinnen direkt in der ersten Saison die Meisterschaft der Bundesliga. Glaube ich zwar nicht, aber mal gucken. Wir haben gute, talentierte Spieler drin in der Mannschaft. Bisschen Feuerwerk noch. Tag für uns gegen Hannover 96. Es geht bei uns um nichts mehr. Wir sind ja, wie gesagt, schon durch als Meister. Wir gewinnen das letzte Spiel sogar noch. Cardoso und Andrade, unsere beiden portugiesischen Talente, machen den nächsten Sieg nochmal fest und jetzt gucken wir mal, wer mit uns aufsteigt. Es ist wirklich Bielefeld. Bielefeld setzt sich durch und wenn ich es richtig sehe, hat Köln ihr letztes Spiel verloren. Gucken mal. Nee, unentschieden gegen Darmstadt. Sehr, sehr bitter. Es fehlen den Kölnern nur ein paar Tore. Also paar ist gut, aber Köln bleibt Zweitliga, Bielefeld steigt direkt auf und Paderborn muss in die Relegation. Bin ich auch sehr gespannt. Wir kriegen unser Turnierpreisgeld 24,4 Millionen. Darüber kann man sich auf jeden Fall freuen. Gutes Plus haben wir gemacht und will mal sagen, dafür, dass wir rausgeflogen sind im Pokal früh in der ersten Runde, glaube ich, kann sich diese Zweitligasaison sehr gut sehen. Wir spulen mal ein bisschen vor. So, und dann gehen wir mal die ganzen Ligen durch. Also wir sind klar Meister, sind mit 72 Punkten geworden, am Ende doch relativ deutlich mit 6 Punkten Vorsprung.
absteigen. Tun Hansa Rostock, Waldhof Mannheim, Aue muss in die Relegation. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Den DFB-Pokal gewinnt Wolfsburg 2:1 gegen Leipzig. Fast ein Plastikfinale, kann man fast sagen. Das Relegationsspiel, da setzt sich Bremen durch gegen Paderborn. Also Paderborn bleibt auch zweitklassig. Bremen bleibt in der ersten Liga. Meisterpokal Drittliga, setzt sich Aue durch. Karlsruhe bleibt in der dritten Liga. Naja, gut, den Superpokal gewinnt Paris Saint-Germain. Die Champions League gewinnt Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Ronaldo gegen Messi. Es ist auch mal was. Das ist bestimmt ein cooles Finale gewesen. Liverpool gegen Inter Mailand. Liverpool gewinnt das Europa League-Finale. Also das ist auch sehr interessant. Und die UEFA Conference League gewinnt Everton 3:0 gegen Sporting. Das ist sogar ein Finale, was ich mir vorstellen könnte in der Conference League. Was gucken? Wir haben gerade gesehen. Kühn war unser bester Torschütze, glaube ich. Nee, Okafor. Okafor 17 Treffer, Kühn 17 Treffer, starke Leistung. Bundesliga hat Kühn die meisten. Und dann kommt Okafor, beide aber sehr, sehr stark. Die meisten Vorlagen macht Cardoza 12 Stück. Auch sehr stark, Kühn mit 7 auf Platz 2. Guendouzi aber auch sehr gut. Also, das kann sich sehen lassen und wir sehen uns in der nächsten Saison wieder. Turnier. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das billigste Turnier mit, einfach damit wir auch das Preisgeld möglichst bekommen, weil ich gehe von aus, wir brauchen das auf jeden Fall. Jetzt können wir natürlich wieder unseren Verein bearbeiten, können wir natürlich auch wieder unseren Verein bearbeiten. Und genau, da unsere Mannschaft gucken wir uns dann mal gleich mal an. Sind ja viele jetzt auch wieder von der Leihe zurückgekommen. Einen habe ich noch oben befördert, den Carrasco. Kann gerne mal sagen, was ihr daran findet, wen ihr da findet, wen ihr in der Mannschaft haben wollt. Die Mails gehen wir jetzt mal ganz schnell weg, hauen wir gleich mal weg. Und wir haben ein Transferbudget von circa 24 Millionen. Damit kann sich auf jeden Fall was an, kann man auf jeden Fall was anfangen. Darf natürlich nicht vergessen, wir haben noch den ein oder anderen Vertrag, den wir verlängern müssen. Wir können ihn natürlich auch nicht verlängern und wir lassen ihn einfach auslaufen. Das geht natürlich auch. Gibt Spieler, die ich auf jeden Fall loswerden möchte, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von diesen Spielern überhaupt, wen ich verkaufen soll, wen ich behalten soll oder auch wen ich auf gar keinen Fall verkaufen soll oder wer für euch Stammspieler ist. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau. Endlich Oberhaus, endlich erste Bundesliga. Bin sehr, sehr gespannt. Und ja, dann machen wir das nächste Mal die Transferphase. Das wird dann der Hauptaugenmerk sein. Dann vielleicht das erste Bundesligaspiel. Da spielen wir gegen Gladbach und das auch noch zu Hause. Nice, wirklich cool. Und dann sehen wir uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin raus und tschüss.